Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Wir sind immer noch natürlich in Bagdad unterwegs, wo auch sonst, und waren in der letzten Folge im Die Haus der Wachen werden jetzt Weisheit, aufpassen. haben das ein bisschen auseinandergenommen, mehr oder weniger, und haben die neue Quest Folge dem Feuerpfad begonnen. Die ist auch gleich hier vorne, deswegen machen wir das auch gleich. Ich möchte vorher aber einmal schauen, ob wir hier vielleicht ja, was war das nochmal, den Gefallen Bagdads, die Geschichte Bagdads noch machen können. Ob ich vielleicht einen Weg finde, Kommt ihr gerade vom Basal? wie ich Vollgepackt es mit hinkriege. Waren? Sorgt ihr euch, wie ihr hier nach Hause Muss ja irgendwie kommt? funktionieren. Öffnet Genau, die da Tür. kniet immer noch unser Freund. Kamelhändler Hallo? haben die besten Packtiere zu bekommen, Hallo? die je den Wüstensand betraten. Der Ich weiß noch nicht, was ich hier Kamelhändler tun soll, ist wenn in ich ehrlich Hamburg. bin. Kollege! Ja, was kann ich tun? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann, um ihm zu helfen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann ihm leider nicht in den Hintern treten. Kann ich irgendwen ansprechen, vielleicht, dass ihm geholfen wird, vielleicht? Nee, ich kann hier nur Taschendiebstahl betreiben. Taschendiebstahl, Taschendiebstahl. Ist hier vielleicht irgendwo jemand? Irgendjemand? Nö, nö. Wieso kann ich das hier bewegen? Okay, ich weiß nicht, warum ich es bewegen kann. Nein, ich habe keine Hilfsmittel mehr. So ein Mist. Ich bin etwas irritiert, wenn ich ehrlich bin. Was soll ich tun? Wieso soll ich es tun? Wo kann ich hin? Wer hilft mir? Warum sucht mich jemand? Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Also hier ist halt auch kein Arzt oder so scheinbar, der mir irgendwie helfen kann. Hallo, Hilfe! Ihm geht es schlecht und ich kann nichts tun, um ihm zu helfen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof. Ich wüsste gerne, was ich hier tun kann. So, er ist es leider nicht. Er kann nur meine Steckbriefe wegmachen. Was kann ich machen? Wir sind losgegangen, das weiß ich noch. Und dann ging es ihm hier auf einmal schlecht. Ich will ihn nicht töten, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte diesen Mann nicht töten. Kann ich hier oben vielleicht hin und ist hier was? Hallo, hilfst du mir, lieber Mensch? Nö? Kacke. Ja, was mache ich? Da ist eine Kiste, ja, das ist super. Aber hier ist auch sonst niemand, der die gleiche Farbe hat wie er oder der farblich hervorgehoben wird. Also glaube ich nicht, dass mir da irgendwer irgendwie weiterhelfen könnte. Ich weiß es doch nicht. Junge, was kann ich tun? Was kann ich tun? Ich kann ihm hochhelfen. Gut, ich muss einfach nur ganz komisch vor ihm stehen und dann taucht da was auf. Setz dich. Ich finde das Traktat. Scheiße. Es hat drei Seiten. Ich bewahre sie getrennt auf. Bitte finde sie für mich. Wo denn? Wo sind denn die Seiten? Ich bewahre sie getrennt auf. Ja, prima. Vielen herzlichen Dank auch. Bestimmt irgendwo hier? Da oben vielleicht? Das würde erklären, warum das hier so komisch festungsmäßig ist. Oh, so rum. Da ist eins. Ach Gott, bitte sag mir nicht, die wegfliegen. Bitte sag mir, die fliegen nicht weg. Der Wind wird stärker. Nein! Nein, Basim, nein! Entschuldigung.
Ich mag sowas. Ich hasse es, wenn die Dinge tun, die ich nicht mag. Ich habe diese Sachen schon bei Black Flag gehasst wie die Pest. Ihr Tiefsinn wiegt schwer in meinen Händen. Oh. Entschuldigung. Ich hasse diese Verfolgungsjagden hinter irgendwelchen Fliegedingern hinterher. Ich hasse sie. Aber okay, dann weiß ich jetzt, wie es funktioniert. Das ist super. Die Frage ist natürlich nur, wo sind die nächsten? Fliegeblätter, die sind doch sicherlich auch hier irgendwo in der Nähe, oder? Oder? Ich weiß es nämlich nicht. Also ich habe echt absolut keinen Plan, aber ich würde vermuten, die sind hier irgendwo in der Gegend. Er sagt, er behält sie, er verwahrt sie getrennt. Das ist schön und gut, ja. Freut mich sehr für dich, dass du es tust. Aber wie weit voneinander getrennt verwahrt er sie? Hast du sie, Satiki? Hast du die drei Seiten gefunden? Nein, ich habe eine Seite gefunden. Eine. Ah. Ich finde es so schön, warum sagt er mir nicht einfach, ja, die anderen zwei sind da und da oder suche dort und dort. Aber nein. Er will, dass wir es ins Haus der Weisheit bringen. So viel wissen wir. Heißt das aber, da sind auch welche oder sind die alle hier? Ja, wie gesagt, ich bin überfragt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und das Geplapper von dem Kerl da unten nervt so ein bisschen. War hier nicht gerade irgendwo... Da unten? Hast du sie, Satiki? Oh, Klapper, junger Mann. Hier irgendwo war... Okay, ich habe Wurfmesser gefunden. Wie konnte das denn passieren? Aber finde ich gut. Warte mal. Das hilft mir doch gar nicht. Nee. Schade. Ich dachte, ich komme hier irgendwie jetzt da hinten rein und vielleicht ist da drin ja irgendwo noch so eine Seite. Aber irgendwie scheint dem nicht ganz so zu sein. Okay, dann muss ich einen anderen Weg da reinfinden. So ein Mist. Und wo zum Teufel sind die anderen Seiten? Nein, ich habe sie noch nicht. Ich habe sie nicht gefunden. Weil du, lieber Mensch, mir nicht verrätst, wo sie sind. Mist. Ah, okay, ich guck einmal im Haus der Weisheit. Ich guck einmal irgendwo hier vielleicht. Vielleicht sind sie hier ja irgendwo. Man müsste es ja sehen können, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass die so mega weit entfernt sind. Hier wird mir soweit zumindest nichts angezeigt. Da oben ist irgendwas. Ganz ruhig. Ich will eigentlich immer nur ranzoomen mit L2, aber dann zieht er automatisch das Messer. Ungünstig. So, dann schauen wir doch mal. Vielleicht sehen wir hier irgendwo glitzerndes Papier, das fliegt. Bösis? Ja, da ist eine Truhe. Auch ja, ganz toll. Was ist das da hinten? Ich weiß es nicht. Warum nehmen wir nicht einfach den Vogel? Vielleicht findet der Vogel ja was. Das wäre doch super. So, hier vorne habe ich irgendwas gesehen. Da ist ein Händler. Da ist... Hier ist nochmal Wissen, wie es aussieht. Das ist super. Okay, hier ist auch nur eine Truhe. Der Vogel sieht leider auch nichts. Oder er zeigt mir zumindest nicht großartig an, dass er was sieht. Was ist das denn? Oh, jetzt habe ich aus Versehen einen Wegpunkt gesetzt. Das wollte ich nicht. Oh, das ist ja mal eine geile Stelle für ein Picknick. Guckt mal. Das ist ja cool.
Also was heißt für ein Picknick? Vielleicht ist das auch einfach was ganz anderes gewesen als ein Picknick, aber cooler Platz hier. Ist ja mega cool. So, Geschichte aus Bagdad. Ich will das fliegende Papier finden. Es soll mir doch wenigstens anzeigen, irgendwie. Ja, weiß ich nicht, wie. In welchem Umkreis ich suchen muss. Ist hier was? Nee, hier oben ist auch nichts. Zeige mir doch bitte einfach den Umkreis. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gucken soll, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wirklich nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Oder sind diese Seiten in... ganz Bagdad verstreut. Ist das da oben eine? Das war ja mega behindert. Also mega blöd. Irgendwas hier oben war doch gerade orangefarben. Und zwar nicht rot, es war nicht rot. Ja, Sperrgebiet, ich weiß. Nö. Jetzt ist hier nichts mehr. Okay. Komisch. Ich habe absolut keinen Plan. Ich bin super überfragt hier. Was soll denn das? Sorge mal. Nee, das ist einfach nur eine Wache, die da oben langläuft. Aber fies, dass die orange dargestellt wird. Ich dachte, orange sind einfach coole Dinge, die ich wissen könnte. Was ist das denn? Das bewegt sich so komisch. Jetzt bewegt es sich nicht mehr komisch. Nee, okay, ich glaube, hier drin ist nichts. Nicht hier drin. Okay, dann gehe ich mal wieder zurück zu dem Ort, wo wir hergekommen sind. Wo sind wir hergekommen? Hilfe! Ich habe die Orientierung verloren. Ich gehe einfach mal hier raus. Ja, wo könnten die sein? Muss ja im Endeffekt wieder was sein, wo du Parcours laufen kannst. So gesehen, weil sonst lohnt sich das Jagen davon ja nicht. Was natürlich super tragisch wäre, wenn sich das nicht lohnen würde. Ich weiß es nicht. Wo sind die denn? Wieso komme ich hier hoch? Nee, hier ist, glaube ich, nichts. Da sollen wir sie ja im Endeffekt auch nur hinbringen, wenn wir sie alle haben. Gott, wie sehr ich mir wünsche, ganz ehrlich, wie sehr ich mir wünsche, dass mir hier ein Bereich angezeigt wird. Dass ich das irgendwie auswählen kann. Warte mal, kann ich es auswählen? Kann ich sagen, verfolgen? Nö, ich kann mir nur eine Wegmarkierung setzen dahin, aber er sagt mir leider nicht irgendwie, dieses Gebiet ist es, suche hier. Das würde ich mir äußerst wünschen gerade, ehrlicherweise. Das würde ich mir äußerst wünschen. Aber okay. Wir gucken erstmal nochmal hier kurz ein bisschen rum und ansonsten entschwinden wir. Und vielleicht finden wir ja auf dem Weg hier irgendwo nochmal was. Nee, hier ist keine Seite. Hier ist es nicht. Keine Ahnung, hier oben vielleicht. Hallo. Wegwehende Seite. Nicht. Keine. Okay, schade. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwo hier oben auf dem Weg ist. Hier irgendwo zu finden vielleicht. Dass auch vielleicht nicht alle Seiten wegfliegen, sondern das so richtig gemein ist. Also, ich weiß es nicht. Hier ist keine.
Ist vielleicht hier oben eine? Nee, das hätten wir auch schon mitgekriegt. Wo könnte noch eine sein? Vielleicht tatsächlich überall irgendwo in diesem Stadtteil. Kann natürlich auch sein, dass die überall hier verstreut sind. Wenn er sagt, er hat sie überall oder an unterschiedlichen Orten versteckt, ist das natürlich möglich. Dann würde ich sagen, komm, lassen wir das erstmal sein. Also lassen wir das Ding sein, weiß ich nicht. Und dann holen wir uns einmal diese historische Stätte und dann eilen wir hier in Richtung der Quest. Da ist nämlich auch noch eine historische Stätte und eine Ausrüstungstruhe, die ich auch gerne hätte. Und ja, dann machen wir mit der Quest einmal weiter. Ich finde, die Idee ist gar nicht mal so übel. Wir sammeln ein bisschen was ein, freuen uns. Nein, ich habe deine Seiten noch nicht, mein Freund. Ach so. Ich dachte gerade, die Flagge ist eine Seite. Ich bin jetzt schon geschädigt davon. Das ist gar nicht mal so gut. So. Ich bin gespannt, was wir hier gleich Neues lernen werden. Wir müssen noch weiter hoch, wie es aussieht. Hallo, ich bin nett, ich darf das, danke, tschüss. So. Ach ja, ich vergaß. An sowas kann er ja nicht hochklettern, aber hier kann er das. So, da und da oben ist es dann. Da oben ist es sogar. Okay. Haus der Weisheit. Das Haus der Weisheit, das auf Befehl von Kalif al-Mansur errichtet wurde, war die königliche Bibliothek der Abbasiden. Hier wurde das Wissen der Antike bewahrt und ins Arabische übersetzt. Als Wirkungsstätte der bedeutendsten Köpfe des Reiches war es im Bagdad des 9. Jahrhunderts eine Institution von herausragender Bedeutung. Die Idee, eine Lehranstalt mit einer Bibliothek zu verbinden, war keine Erfindung der Abbasiden. Das Bayt al-Hikma war vielmehr eine Kopie bereits bestehender Institutionen wie der Großen Bibliothek von Alexandria in Ägypten oder der Akademie von Gundishapur in Iran. Das mag Teil von al-Mansurs Strategie gewesen sein, seine Dynastie als Nachfolger der persischen Sassaniden aus dem 7. Jahrhundert zu legitimieren, die bei der iranischen Oberschicht im Abbasidenreich immer noch hohes Ansehen genossen. Ungeachtet dessen sammelte das Haus der Weisheit mindestens 8000 Bücher in arabischer Sprache, deren Namen uns dank des Kitab al-Firist, dem Katalog der Bücher, von Ibn an-Nadim überliefert sind. Die Themen waren breit gefächert und reichten von der Astrologie bis zur Zoologie. Anscheinend litt die Institution darunter, dass sich der Kalif ab etwa 836 nicht mehr so oft in der Hauptstadt aufhielt und nach der Herrschaft von al-Mutawakkil wird sie immer seltener erwähnt. Dennoch bleibt sie ein hervorragendes Beispiel für die Förderung der Wissenschaft durch die Kalifen. Bald darauf wurde von jedem Herrscher in der muslimischen Welt erwartet, dass er Leseräume und Arbeitsplätze für Gelehrte einrichten ließ. Das ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. So. Dann schauen wir mal weiter. Kann ich von hier... Oh, das geht! Das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Hätte ich ehrlich gesagt gerade nicht mit gerechnet, dass das so einfach funktioniert. Aber Hut ab. Ich hätte erwartet, man kann sich an diese Seile nur... ja, ranhängen, wenn man ganz am Anfang steht. Wo ist eigentlich jetzt der Ort, an den ich hin will? Da ist es. Da. So. Wenn man quasi am Anfang steht und von Anfang an die Seilrutsche mitfährt und nicht, dass man mittendrin rein kann,
finde ich gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. So, da ist ein Schlägertrupp. Und wie schön ist das hier bitte mit der Brücke, dass da die Blumen so runterhängen. Schön. Schöne Brücke, gefällt mir gut. Ich halte besser die Augen offen. Lass es einfach. So. Übersetzungsinitiative. Im 8. Jahrhundert begann in Bagdad eine anhaltende und gut finanzierte Initiative, um Manuskripte aus unterschiedlichen Kulturen zu sammeln und ins Arabische zu übersetzen. Unter Führung der Gelehrten im Haus der Weisheit trug dieses Unterfangen dazu bei, das Wissen der Antike zu bewahren und wieder zu verbreiten. Gleichzeitig führte es zu vielen neuen Entdeckungen. Die Abbasiden-Kalifen finanzierten die Übersetzungen und einige engagierten sich sogar selbst als Übersetzer. Anscheinend konzentrierten sie sich dabei besonders auf die Bereiche Astrologie und Astronomie, von denen man glaubte, sie könnten dabei helfen, günstige Zeitpunkte für bestimmte Unternehmungen zu identifizieren, und auf die Medizin, die selbstverständlich für das eigene Überleben und die eigene Gesundheit von Bedeutung war. Andere Angehörige der Oberschicht folgten ihrem Beispiel. Verwaltungsbeamte versuchten, sich mathematische Kenntnisse anzueignen, um Umsätze einzuschätzen und das Bewässerungssystem zu erhalten. Muslimische Theologen fanden es nützlich, dialektische griechische Texte zu übersetzen, insbesondere von Aristoteles, um den islamischen Glauben gegen nicht-muslimische Kritiker zu verteidigen. Und Höflinge versuchten, ihre intellektuelle Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit durch das Zitieren von historischen oder militärischen Werken zu untermauern. Die Übersetzungen wurden oft von Persern oder Syrern vorgenommen, die häufig sowohl ihre Muttersprache als auch das Arabische beherrschten und bei der Übersetzung gerne das Mittelpersische oder Syrische als Zwischenschritt benutzten. Die Übersetzer ließen sich Manuskripte aus dem griechischsprachigen Byzanz schicken oder gingen selbst auf die Suche nach Büchern. Einige Texte wurden auch auf diplomatischem Wege beschafft, so zum Beispiel das Sij as-Sinid, bei dem es sich um astronomische Tabellen handelt, die von einem Gesandten aus Indien an den Hof von Al-Mansur gebracht wurden. Die übersetzten Werke wurden dann kopiert und im ganzen Abbasidenreich und darüber hinaus gelesen. Einige griechische Werke zur Philosophie und indische Werke zur Mathematik, die in Bagdad übersetzt und überarbeitet wurden, waren zum Beispiel noch im 12. oder 13. Jahrhundert in Europa sehr einflussreich. Krass. Geht fort mit dir. Das klingt so, als... Also, ich habe keine Ahnung, deswegen die Formulierung. Das klingt so, als wäre Bagdad früher sehr einflussreich gewesen. Und auch sehr, sehr wichtig gewesen. Und das finde ich ehrlicherweise sehr faszinierend. So. Was ich auch faszinierend finde, ist natürlich, dass wir uns verstecken müssen. Also, dass wir hier jetzt erstmal eindringen müssen für die Ausrüstungstruhe und natürlich auch für die Quest. In erster Linie natürlich für die Truhe. Versteht sich von selbst. Okay, so, das war Nummer 1. Nummer 2 steht da oben. Das dürfte eigentlich kein Problem darstellen. Und tschüss. Da. Warum nicht? Wir können's ja. Ich fürchte zwar, wir haben gerade jemanden aufgescheucht, aber... Egal. So. Ein Gefangener. Hier. Die Wache hat vielleicht den Schlüssel. Hab doch ein Herz. Der Mann hat seit Tagen nichts Ordentliches gegessen. Wir haben unsere Befehle. Niemand darf zu dem Gast hin. Ah, da ist der Schlüssel. Der Arme. Okay, die suchen mich jetzt alle. Ich würde wahnsinnig werden. Ich fürchte, an den da komme ich nicht ran, ne? Mit Kopfschuss? Nee, das wird nichts. Und ich möchte meine Wurfmesser ganz gerne erstmal behalten. Zumindest ein paar. Man weiß nie, wofür man sie noch braucht. So, wo ist der Gefangene eigentlich? Ich bin blind. Ich bin wirklich blind. Egal, wir brauchen eh den Schlüssel. Aber ich finde dich. Okay. Er kommt hoch. Das ist gar nicht mehr schlecht. Wenn er auf den Balkon kommt... Auf den hier, nicht den anderen. Nein, nein. Ach, falscher Balkon, du Vogel.
Das ist ein Holzkopf. Dann machen wir es so. Vielleicht kommt er jetzt auf den richtigen, was richtig cool gemacht wäre dann. Ja, Mann. Gut. Hey. Hey. Komm raus. Was? Oh! Entschuldigung! Erbärmlich. Was soll das denn? Nein. Ich jetzt an. Wart's nur an. Jetzt wird das Fleisch gehackt. Kommst du nicht durch, du Narbe? Au. Sag mal, Basim, geh doch um ihn rum. Vielleicht nicht zur Wand hin. So, den haben wir. Meine Güte. Wenigstens haben wir den Schlüssel. Das war ja eigentlich auch der Plan. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber egal. Was ist schon perfekt? So, wo ist jetzt der Gefangene? Da ist eine Kiste. Da ist ein Bösi, da ist ein Bösi, da sind ganz viele Bösis. Ausrüstungstruhe. Ach, hier ist die sogar schon. Dann kommen wir zu der wenigstens schnell und einfach. So, die haben wir. Verbesserungsplan des Schwertes des Abbasidenritters. Wundervoll. Immer noch. Wo ist der Gefangene? Ich wüsste gerne, wo der ist. Denn ich weiß es nicht. Wir haben ihn hier gesehen. Also von hier. Also angeblich von hier gesehen. Ich sehe ihn nur nicht mehr. Hallo? Jemand wird gefangen gehalten. Schlüssel für die verschlossene Tür erhalten. Das ist super. Ich weiß es doch nicht. Aber das macht es natürlich auch ein bisschen aus. Wir sind schließlich nicht perfekt. Und das Suchen macht ja auch eigentlich auch immer so ein bisschen Spaß zumindest. So, vielleicht finde ich ja von hier aus irgendwie das Schloss, zu dem wir gerade den Schlüssel bekommen haben. Nehmen wir doch einfach den Menschen, auf dem das Quest-Symbol sitzt. Oh Gott, warum bin ich immer so doof? Ich schwöre, ich mache es nicht mit Absicht. Ich schwöre. Ich nenne es immer liebevoll meine blonden Momente. Und ich darf das sagen, denn ich bin wirklich blond. Insofern, ich mache mich nicht über Blondinen lustig, außer über mich selbst. Ich bin die einzige Blondine, über die ich mich lustig mache. So. Das ist Holz, da kommen wir garantiert nicht durch, weil das ist sehr massives Holz, wie wir alle wissen. Also müssen wir hier mal auf der anderen Seite schauen, ob wir da reinkommen zu dem Gefangenen, den wir befreien sollen. Möchten. Ich sehe keine Tür. Was wieder sehr klasse ist. So. Machen wir erstmal den weg, weil der sieht uns auf jeden Fall. Theoretisch. Oh, da ist ja noch einer. Hallo. Hey, was ist da los? Jetzt muss er aber auch kommen, weil der sieht uns auch auf jeden Fall, wenn wir durch die Tür wollen, vor der er steht. Aber wenigstens habe ich jetzt die Tür gefunden. So. Noch jemand in der Nähe? Ja, der da. Finde ich interessant, dass der nicht das noch gar nicht gesehen hat, gesehen hat, dass da auf einmal so zwei Leute im Heuhaufen verschwunden sind. Aber gut, wir hinterfragen die Logik nicht. Hey. Sondern wir ziehen ihn einfach mit rein.
Okay, ich glaube, jetzt war es das aber wirklich. Okay. Dann nichts wie rein. In die gute Stube. Töte mich nicht. Bitte. Gib mir mehr Zeit. Ich habe es fast gelöst. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dich zu töten. Was versuchst du da zu lösen? Das Buch. Ich sagte, ich könnte es nicht. Ich kenne die Sprache nicht. Aber sie ließ mir keine Wahl. Wer? Eine Frau namens Sachra. Eine der Gelehrten hier. Was ist das für ein Buch? Wie heißt es? Ich weiß nur, dass eine Schrift verwendet wurde, die ich noch nie gesehen habe. Und ich kenne Hunderte. So wie Sachra davon spricht, ist es eher ein Artefakt oder Relikt als ein Buch. Ich erzählte Lügen über mein Vorankommen, damit sie mich nicht töten. Ich kann kein Wort lesen oder auch nur sagen, ob es überhaupt eine Sprache ist. Wo finde ich Sachra? Ich weiß es nicht. Sie könnte überall in der Stadt sein. Ich will nur nach Hause. In Ordnung. Bring dich in Sicherheit, ehe die Wachen wiederkommen. Hier muss es etwas geben, das mir weiterhilft. Fragen wir doch erstmal die Katze. Die weiß bestimmt was. Oh, ist die süß. Guckt euch das an, wie süß die ist. Ja. Sehr, sehr süß. Aber gut, das sage ich zu so ziemlich jeder Katze. Aha. Hunains Nachricht. Sacha, ich habe es mit jeder Sprache versucht, die ich kenne. Mit jedem Übersetzungskniff, von dem ich je hörte. Aber dieses seltsame Buch widersetzt sich allen meinen Versuchen. Was kann ich sonst nur tun? Hunain, der Übersetzer. Das Buch beunruhigt mich. Ich lasse es besser hier. Warum? Nimm es doch mit, wenn es so wichtig für die ist. Warum da lassen und riskieren, dass sie es wirklich lesen und rausfinden, was drin steht? Ist das nicht ein bisschen doof? So rein hypothetisch? Was haben wir hier? Bücherlieferungen. Sacha will, dass weitere Bücher, die aus dem Haus der Weisheit entwendet wurden, direkt in ihre Privatgemächer im Anwesen der Gelehrten gebracht werden. Bringe sie also nicht hierher. In diesem Brief steht, wo das Anwesen der Gelehrten Sachra ist. Okay. Eine so eigenartige Maschine wie diese sah ich bereits in Ahmads Werkstatt. Okay. Die suchen also eine Maschine oder wollen eine bauen oder in Betrieb nehmen, scheinbar. Und irgendwo ist hier noch etwas, was wir bisher nicht gefunden haben. Ich tendiere zu hier in der Ecke. Ja, Katze. Ich lass dich auch gleich raus, ja? Oder noch besser, ich nehme die Katze einfach mit. Ah, hier ist noch was zum Lesen. Ode an die Ordnung. An meine Sarik. Dämonen, ein grüner und gelber Genuss. Ich sende dir meinen Drachenkuss. Wie die weise Dichterin Arib einst schrieb, du bist mein Gesetz, du bist meine Ordnung. Astaha. Dieser Brief des Ordens erwähnt Arib. Ist es eine unschuldige Bemerkung oder etwas Düstereres? Zeit, Sachras Anwesen einen Besuch abzustatten und zu sehen, ob sie zum Orden gehört. Sehr schön. Damit haben wir diesen Fall abgeschlossen. Und finde Beweise dafür, dass Sacha in den Orden involviert ist. Okay, gerne. Aber diese Folge ist schon nahezu zu Ende. Deswegen würde ich fast sagen, wir gehen einmal dorthin, zu der Truhe. Was sowieso wieder eine Weile dauern wird. Wir kennen mich. Auch hier haben wir theoretisch auch noch was zu lesen. Das würde wahrscheinlich alles sprengen. Oder wir hängen das einfach jetzt hier hinten an die Folge ran. Halt, weil wir es können. Im Endeffekt, warum nicht, ne? Erstmal müssen wir hier wieder heil rauskommen. 5 Jahre in Belag. Wir haben was gegen uns da oben. Dagegen ist das hier der reinste Lustgarten. So, wir machen einmal so und einmal so. Wir wollen es ja nutzen.
So. Dann können wir nämlich hier auch easy durchs Haus durch. So absolut ohne Probleme. Und nehmen sogar noch die Truhe mit. Und wir kommen sogar nicht nur durchs Haus durch, sondern wir kommen hier sogar wieder raus. So einfach hätte ich mir das nicht vorgestellt, aber das nehme ich dankend an. So. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir äußerst. Aber ich fürchte fast, dass diese Truhe hier mir wieder Kopfschmerzen bereiten wird. Ist das nicht die? Ich erinnere mich, hier waren wir schon mal. Ich brauche hier ein Feuerverbrennungsding. So ein Feuerpott. Ich weiß nur nicht. Warte, brauche ich wirklich einen Feuerpott oder einfach einen Schlüssel? Ich brauche einen Schlüssel. Gut, wo finde ich den Schlüssel? Wer hat den Schlüssel? Da ist die Truhe. Da finde ich einen Feuerpott nämlich drin. Aber dafür brauche ich einen Schlüssel. Wo ist dieser Schlüssel? Von wem muss ich den stehlen? Ich weiß es nicht. Weiß es mein Vöglein? Weiß mein Vöglein, wo der Schlüssel ist? Da ist ein Pferdestall. Da bin ich. Das ist schön. Ich habe den Schlüssel leider nicht. So angenehm das auch wäre. Wo ist der Schlüssel? Schlüssel! Da ist zumindest ein Schlüssel. Ob das der ist, den wir brauchen, ich weiß es nicht. Aber wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal. Und wir nehmen das hier gleich nochmal mit. Papierherstellung. Als technische Revolution spielte sie eine entscheidende Rolle für die wissenschaftliche Blütezeit im Abbasidenreich. Die Papierherstellung und ihre weitreichende Verbreitung. Bevor es Papier gab, schrieben Menschen auf Tontafeln, Seide, Stein, Schildkrötenpanzern, gestreckten Tierhäuten oder Papyrus. Jedes dieser Medien brachte seine eigenen Herausforderungen mit sich. Papier, das sich zudem gut für die Massenproduktion eignet, hat eine ebene und stabile Oberfläche und ermöglicht so ein deutlich vereinfachtes Schreiben im Vergleich zu den zuvor genannten Materialien. Traditionell wird die Erfindung des Papiers Cai Lun, einem chinesischen Beamten aus dem 1. Jahrhundert, zugeschrieben, obwohl bestimmte Formen der Papierherstellung schon lange vor seiner Zeit in China bekannt waren. Seine Art Papier verbreitete sich schnell, zuerst in der Regierung und dann im alltäglichen Leben. Im 8. Jahrhundert breitete sich die Papierherstellung von Ostasien in das Abbasidenreich aus. Zuerst nahm man an, dass gefangene chinesische Gelehrte für diese Ausbreitung verantwortlich waren, aber die Techniken zur Papierherstellung in China und dem Nahen Osten unterschieden sich recht deutlich voneinander. Erstere benutzten vor allem Fasern von Bäumen, letztere eher Stofffetzen. Daher ist es wahrscheinlicher, dass Reisende auf der Seidenstraße die Idee mitbrachten und an die Verhältnisse in Bagdad anpassten. Von dort verbreitete sich die Papierherstellung im 11. Jahrhundert bis nach Europa. Dass die kostspieligen Materialien Papyrus und Pergament durch das ökonomischere und haltbare Papier ersetzt wurden, hatte einen nachhaltigen Effekt auf das intellektuelle Leben im Abbasidenreich. Die Herstellung von Büchern wurde einfacher, schneller und günstiger. Kopisten waren auf Märkten öffentlich tätig und es kam zur Gründung der ersten privaten Bibliothek. Darüber hinaus beflügelte die Möglichkeit, Ideen auszutauschen, indem man einfach Kopien von Büchern verschickte, die Denker in Eurasien, Nordafrika und Europa. Dies führte zu wichtigen Entdeckungen in den Bereichen Mathematik, Astrologie, Medizin und Technik, 800 Jahre vor der sogenannten wissenschaftlichen Revolution. Ja, warum nicht? Sehr cool. Da hinten läuft gerade übrigens Darwish Artefakt rum. Hey, es war doch gerade noch hier. Weißt du, wie lange unser Dienst heute noch dauert? Ich schon. Zu lang. Es geht an Münzdieb um? Verstehe ich nicht. Es könnte passieren, dass ich gleich ganz große Probleme kriege. Dreh dich um.
Es hat keiner gesehen, es hat keiner gesehen, es hat keiner gesehen, es hat keiner gesehen. Ich bin weg. Tschüss. La 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 la. So, gucken wir mal, ob der Schlüssel passt, wa? Nicht, dass das jetzt der falsche Schlüssel war. Das wäre äußerst unangenehm. So, aber es war auch der einzige Schlüssel, der hier jetzt zu sehen war. Nein! Echt jetzt der falsche Schlüssel? Scheiße. Aber wo ist denn der richtige dafür? Sage mal. Was siehst du? Mann. Ich meine, hey, ich habe erfolgreich einen Schlüssel geklaut. Das ist super. Aber... Ich wollte den richtigen haben. Wo ist denn der richtige Schlüssel dafür? Hä? Hä? Oh, Menno. Das finde ich jetzt ehrlicherweise sehr blöd. Also ich weiß auch nicht. Ich will doch nur an diese Truhe ran. Warum macht ihr es mir denn alle so schwer? Niemand hat hier den Schlüssel. Keine der Wachen. Keine der Leute hier scheinbar. So ein Mist. Wo ist denn der Schlüssel, Mann? Leute, macht das nicht mit mir. Ich meine, irgendwo muss der ja sein, der Schlüssel. Irgendwo muss der sein. So. Na gut. Wenn wir das hier schon nicht hinkriegen, ja, dann muss ich wenigstens noch was vorlesen. Mutasieb, Markinspektor. Auf dem Basar lauern viele Gefahren. Manipulierte Wagen, von Händlerkartellen diktierte Preise und gefälschte Waren. Zum Glück konnte man sich auf den Mutasib, den Marktinspektor, verlassen, der für Ordnung sorgte. Der Mutasib wurde vom Kalifen persönlich bestimmt und hatte zahlreiche Aufgaben. Zu den wichtigsten gehörte die Überwachung von Maßen und Gewichten auf dem Markt und die Sorge dafür, dass alle Waren einem gewissen Qualitätsanspruch genügten und zu einem angemessenen Preis verkauft wurden. Daneben musste er auch die Handelsrouten freihalten und Verschmutzungen der Wasserversorgung verhindern. Eine Missachtung des Mutasib oder seiner Gehilfen konnte mit verschiedenen Strafen belegt werden, zum Beispiel mit Bußgeldern oder der Beschlagnahmung von Waren. Der Mutasib war ein angesehener Posten, was zeigt, dass die Abbasiden großen Wert auf den Handel und die Ordnung auf dem Marktplatz legten. Die arabische Wurzel, die dem Wort Mutasib zugrunde liegt, ist mit den Begriffen für Rechnen und Buchhaltung verwandt. Außerdem ist es ein religiöser Begriff, der mit dem muslimischen Konzept der Hisba in Verbindung steht, dem Gebieten des Rechten und Verbieten des Verwerflichen. Der Marktinspektor war daher eine wichtige Figur in jeder muslimischen Stadt und nur die gebildetsten und unbescheutetsten Persönlichkeiten konnten dieses Amt innehaben. Dienen war das offenbar wirklich sehr, sehr wichtig, dass alles mit rechten Dingen zugeht, ist es mir theoretisch auch. Ich will den Schlüssel haben. Ey, jo, hast du den vielleicht? Wohl eher nicht so leicht, wie das war. Offenbar war das gar nichts. Es wird nicht angezeigt, dass ich was gefunden habe. Das ist ziemlich doof. Wo ist der Schlüssel? Kann ich den überhaupt schon finden? Also müsste ich ja eigentlich. Das wär, ich meine, was wäre das, wenn ich den Schlüssel nicht finden könnte? Also ernsthaft. Aber wo zum Teufel ist der? Na gut. Lass mir den Schlüssel Schlüssel sein. Ich wollte zwar eigentlich gerne diese Truhe jetzt haben, aber scheinbar ist mir das nicht vergönnt. Deswegen gucken wir uns einmal das hier noch an. Sklaverei. Und dann beenden wir die Folge. Sklaverei. Die Sklaverei war ein wichtiges Element der globalen Wirtschaft in den Gesellschaften des Mittelalters und für die großen Städte zur Zeit des Kalifen von zentraler Bedeutung. Die Daten zeigen, dass die Mehrheit der versklavten Menschen haushaltsnahe Dienste verrichteten.
Dabei wurden pro Haushalt 1 bis 2 Sklaven beschäftigt. Manchmal wurden sie in der Kunst abgebildet, wie hier, wo weibliche Sklavinnen einer Edelfrau in den Wehen beistehen. Der Sklavenanteil an der Bevölkerung war daher beträchtlich und diese Männer und Frauen spielten eine wichtige Rolle im Bagdad der Abbasiden. Theoretisch verbietet der Koran die Versklavung freigeborener Muslime, in der Praxis war diese Unterscheidung aber oft schwierig. Um jemanden legal versklaven zu können, musste man ihm eine Art Außenseiterstatus zuweisen, was durch religiöse Praktiken, kulturelle Bräuche oder die Zugehörigkeit zu rivalisierenden politischen Mächten begründet werden konnte. Daher stammten die Sklaven im Abbasidenreich zumeist aus Rom, dem Byzantinischen Reich und dem christlichen Westen, Indien, China, Zentralasien, Afrika und Europa. Die Versklavten waren oft Kriegsgefangene, so dass im Mittelalter beinahe alle Menschen in der ständigen Gefahr lebten, von rivalisierenden Nachbarstaaten versklavt zu werden. Neben Kriegsgefangenen gab es auch Menschen, die als Tribut an andere Staaten geschickt wurden, verschuldete Menschen, Kinder, die von ihren Eltern verkauft wurden und Opfer von Piraterie. In der globalen mittelalterlichen Wirtschaft war es ganz normal, Menschen in die Sklaverei zu verkaufen. Sie wurden als gewöhnlicher Besitz betrachtet und sobald man den Status versklavt hatte, konnten die Menschen diesem nicht mehr entkommen, außer sie wurden von ihren Besitzern in die Freiheit entlassen. Und damit vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!